Ideologie ist wie ein Penis. Es ist okay, wenn du zu Hause daran herumspielst, aber in der Öffentlichkeit hat das Ding nichts zu suchen. Oh, das seid ihr ja schon. Ich grüße euch. Ich habe gerade ein paar Atemübungen gemacht, weil ich wieder gelesen habe, dass jemand dem Veganismus vorgeworfen hat, eine Ideologie zu sein. Und gedacht hat, dass die Diskussion damit beendet ist. Dabei beginnt die Diskussion doch erst mit dem Vorwurf, ideologisch zu sein. Oh, ich sehe, ihr habt da einen Filter. Lasst mich diesen Filter mal entfernen, damit ihr mich so sehen könnt, wie ich bin. Ohne Verzerrungen. Also, Ideologie. Mir ist kein Wort bekannt, das so ergiebig ist, aber gleichzeitig so eindimensional benutzt wird. Ursprünglich war Ideologie einfach die Lehre von den Ideen. Dann kam Napoleon, hat den Begriff gekapert und umgedeutet. Heute bedeutet Ideologie eigentlich nur noch außerhalb des vernünftigen Diskurses stehend und realitätsfremd. So kann man politische GegnerInnen natürlich auch vermeintlich schachmatt setzen. Fuck, genderst du jetzt? Sagst du jetzt auch so Dinge wie die TischInnen? Schon mal was vom generischen Maskulinum gehört? Ideologien sind echt am schlimmsten. Dagegen hilft nur gesunder Menschenverstand. Genau das meine ich. Alle ideologisch, nur ich nicht. So wie beim Mundgeruch auch. Also, Ideologie. Falsches Bewusstsein, Gedanken einer herrschenden Klasse, Lehre von den Ideen, Weltanschauung, parteipolitisches Programm, Werte einer sozialen Gruppe. Sucht euch eine Bedeutung raus. Ich sehe das so. Es gibt kein außerhalb der Ideologie. Die Frage ist nicht, ob wir ideologisch sind oder nicht. Die Frage ist, welcher Ideologie und welcher ideologischen Position wir anhängen, bewusst und unbewusst. Schauen wir uns die Welt an, wie sie ist, ganz ohne Ideologie. Das geht nicht. Wir können die Welt nicht ohne Ideologie anschauen, weil wir immer unsere Werte, Erfahrungen und Prägungen mit einbringen. Auch Fakten bedürfen der Interpretation, was nicht bedeutet, dass es keine Fakten gibt, sondern nur, dass Fakten in einem ideologischen Kontext stehen. Eine Brille kann ich absetzen. Einen Filter kann ich verändern. Einmal noch, Olli. Ideologie ist keine Brille, die ich absetzen kann und auch kein Filter, den ich wechseln kann. Ich muss mal die Brille weglegen. Ideologie ist wie ein Chip im Auge, den ich nicht entfernen kann. Ich kann zwar das Programm wechseln, also verschiedene Sendungen anschauen, aber den Chip entfernen, das ist nicht möglich. Wenn es kein außerhalb der Ideologie gibt, bedeutet das dann, dass alles Ideologie ist? Nein, denn wenn alles Ideologie ist, dann ist damit nichts gesagt, dann erklärt der Begriff überhaupt nichts mehr. Aber grundsätzlich kann alles ideologisch werden. Wenn ich zum Beispiel atme, dann ist das erstmal nicht ideologisch. Aber wenn ich ins Yoga gehe und Atemübungen mache und eine andere Verbindung zur Welt aufbauen möchte, Ideologie. Wenn ich mit dem Mountainbike im Wald unterwegs bin und da liegt ein großer Stein auf dem Weg und ich räume diesen Stein weg, um weiterfahren zu können, dann ist das keine Ideologie. Wenn ich aber ins Fitnessstudio gehe und Gewichte stemme, dann ordne ich mich einem bestimmten Körperideal unter. Das ist nichts anderes als Ideologie. Mit einem Traktor Straßen blockieren, den Bahnverkehr lahmlegen, sich auf die Straße kleben, mehr Tierwohl verlangen, die Tierhaltung abschaffen wollen. Ideologie, Ideologie, Ideologie. Oder Idiotie? Und was ist mit dem gesunden Menschenverstand? Es gibt Menschen, die behaupten von sich, dass ihnen schlecht wird, wenn jemand gendert. So geht mir das, wenn jemand vom gesunden Menschenverstand schwadroniert. Menschenverstand, und gesund soll er auch noch sein. Ich leugne seine Existenz. Der gesunde Menschenverstand, das ist nichts anderes als die Vorurteile, die wir angesammelt haben und nicht reflektiert haben und jetzt hinausposaunen in die Welt. Wir hätten gerne unsere persönlichen, privaten Vorurteile für alle verpflichtend. Aber Moment, ist das nicht totalitär und ideologisch? Es gibt bestimmt einen alten weisen Mann, der etwas Kluges dazu zu sagen hat. Ah, Emanuel, da bist du ja. Du kommst wie gerufen. Dich auf Bestimmung der allgemeinen Menschenvernunft zu berufen, kann dir nicht gestattet werden. Denn das ist ein Zeuge, dessen Ansehen nur auf dem öffentlichen Gerüchte beruht. Ihr habt ihn gehört. Vergesst das mit dem gesunden Menschenverstand. Und traut am allerwenigsten jenen, die sich auf ihn berufen.
Denn das sind meistens diejenigen, die eine Ideologiekritik am nötigsten haben. Wir sollten den Begriff Ideologie nicht aufgeben und nicht jenen überlassen, die ihn nur als Kampfbegriff benutzen. Der Begriff ist zu ergiebig, zu reichhaltig, zu wunderbar, um ihn so eindimensional zu benutzen. Durch Ideologiekritik verstehen wir nicht nur die Welt ein bisschen besser, sondern auch uns selbst. Fassen wir zusammen. Aus Ideologie können wir nicht entkommen. Wir sind in diesem Spinnennetz gefangen. Und auch der gesunde Menschenverstand hilft uns nicht weiter, sondern wickelt uns nur noch stärker in Ideologie. Richten wir uns also lieber in dem Spinnennetz ein und fragen nach den Inhalten einer bestimmten Ideologie. Das nächste Mal schauen wir uns die Ideologie des Veganismus an und danach schauen wir uns die Ideologie des Tierkonsums an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt daran, dass es aus der Ideologie kein Entkommen gibt, und dass wir den Tierkonsum überwinden müssen.